Die Mieten explodieren ja schon seit vielen Jahren. Die Menschen werden seit vielen, vielen Jahren aus ihren Wohnungen, aus ihren Stadtteilen, manchmal sogar aus ihren Städten verdrängt. Und eigentlich hat die Regierung, also die sogenannte GroKo, dem viele Jahre lang tatenlos zugesehen. Jetzt, wenige Wochen vor den Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, veranstalten sie eben diesen Wohngipfel. Aus meiner Sicht eine reine Alibi-Veranstaltung, wo sie die geringfügigen Sachen, die sie beschlossen haben, abfeiern wollen. Und das ist natürlich total zynisch. Also insofern erwarte ich nichts davon. Da wird doch gar nichts Neues bei rauskommen. Also sie werden da nochmal sagen, wie geil das Baukindergeld ist beispielsweise, was aber ehrlich gesagt ein teures Steuergeschenk ist für diejenigen, die sich sowieso schon Eigenheim meistens im ländlichen Raum bauen würden. Also ich sage jetzt mal, die Krankenschwester in München hat nichts davon. Die wird niemals in den Genuss kommen, sich überhaupt ein Eigenheim in ihrer Stadt leisten zu können, bezahlt aber dann für den Zahnarzt im ländlichen Raum das Eigenheim mit, also das rausgeschmissenes Geld. Und auch dieses Mietrechtspaket der Bundesregierung, was sie da beschließen, also das betrifft wirklich einen minimalen Anteil von Mieterinnen und Mietern, es wird nicht viel bringen. Also insofern ist es wirklich eine Alibi-Veranstaltung, kurz vor den Landtagswahlen und ich erwarte mir ehrlich gesagt nichts davon. Also die Mietpreisbremse ist eine richtige Idee. Also dass man die Mieten per Gesetz bremst oder noch besser deckelt. Das war natürlich von vornherein der Vermieter- und Immobilienlobby ein Dorn im Auge. Deswegen haben sie mächtig lobbyiert und einen Haufen Ausnahmen in dieses Gesetz hineinverhandelt. Die haben sie auch gekriegt von CDU und SPD. Und das Ergebnis ist, dass die Mietpreisbremse kaum etwas bringt. Jetzt, kurz vor den Landtagswahlen, sagt die Regierung, ja, wir wollen es jetzt nachbessern. Aber das Einzige, was sie faktisch machen, ist so ein Auskunftsanspruch für die Vormiete. Also wenn der Vermieter sagt, vorher war die Miete schon höher, dann kann jetzt beim neuen Mietvertrag schon wieder das überhöhte Miete sein. Also das muss zukünftig nachgewiesen werden. Aber ehrlich gesagt, davon wird ja nur ein Bruchteil der Mieter überhaupt profitieren. Also nur wer umzieht, nur dort, wo der Vermieter sich auf die Ausnahme bezieht, nur wo die Mietpreisbremse überhaupt gilt. Und dann musst du ja auch noch den Willen und den Mut haben, sich gegen deinen Vermieter aufzulehnen. Also stell dir das mal vor, du suchst dir eine Wohnung, 100 Leute bewerben sich für die gleiche Wohnung, da fragst du doch den Vermieter nicht nach der Vormiete, um dann damit gleich zum Ausruf zu bringen, ich gehe vor Gericht. Also ehrlich gesagt, das ist ein völlig wirkungsloses Placebo und wird den Mieterinnen und Mietern in Städten nichts helfen. Es gibt einen Punkt in diesem 12-Punkte-Plan, der kommt mir verdammt bekannt vor. Das ist der sogenannte Mietenstopp, dass die Mieten also nicht höher als die Inflation steigen dürfen. Also das habe ich vor über 4 Jahren im Deutschen Bundestag schon mal eingebracht und vertreten. Damals bin ich dafür verlacht worden. Also insofern hat es jetzt doch ziemlich lange gedauert, dass die SPD das abgeschrieben hat. Ich würde mich nur freuen, wenn Sie das jetzt nicht in eine Presseerklärung schreiben, weil davon kann sich kein Mieter was kaufen, sondern es muss gesetzt werden. Also insofern schön, dass die sich jetzt in ihrer, ja, ideell bewegen, aber es hat mit der Realität nichts zu tun. Die bringen ein schlechtes Gesetz in den Bundestag ein und machen da eine Presseerklärung, wo sie weit darüber hinausgehen. Also eigentlich ist das so eine Art Wählertäuschung, von der sich am Ende des Tages niemand was kaufen kann. Super Sache. Freue mich total, dass das geklappt hat und das hat natürlich auch jede Menge Arbeit in der Vorbereitung bedeutet und toll, dass es das gibt und dass man auch wirklich sagt, diese Showveranstaltung von Merkel und He Seehofer, die ist es nicht, aber es gibt Vorschläge, die liegen ja alle auf dem Tisch. Ja, ob es irgendwie um echten Mietenstopp geht, neuer sozialer Wohnungsbau, neue Wohngemeinnützigkeit, eine andere Bodenpolitik, die Vorschläge sind da, die sollen auf dem alternativen Gipfel diskutiert werden. Ich finde es super, dass das stattfindet. Noch besser finde ich, dass am nächsten Tag die Kundgebung stattfindet vom Kanzleramt, um dann wirklich auch den Druck dahin zu bringen, wo er hingehört. Nämlich letztendlich hat diese Regierung jede Verbesserung zugunsten von Mieterinnen und Mietern ausgesessen. Damit muss Schluss sein. Und deswegen hoffe ich, dass ganz viele kommen. Wir wollen jetzt parallel eigentlich zu dem mageren Gesetz der Bundesregierung eigene Vorschläge machen. Also dazu gehört ein echter Mietenstopp.
dazu gehört aber auch vor allen Dingen Mietenstopp im Bestand, weil die Mietpreisbremse, die sogenannte, gilt ja sowieso nur für neue Mietverträge, also für diejenigen, die umziehen. Also wir brauchen Mietenstopp auch im Bestand. Wir brauchen eine Abschaffung der Modernisierungsumlage, weil das ist wirklich auch so ein Instrument, was wirklich Spekulation befördert und die Leute wirklich massenhaft aus ihren Wohnungen treibt. Wir brauchen besseren Kündigungsschutz. Das sind, glaube ich, die drei zentralen Forderungen, die wir vorbringen werden. Und insofern hoffe ich, dass es auch mit Druck aus der Opposition an der einen oder anderen Stelle so ein Gesetz auch nochmal nachgebessert werden muss. Die Mieterinnen und Mieter hätten es auch wirklich verdient.